Martinszug in Gspinsthausen. Eine fiktive Erzählung vom kleinen Michel. Der heilige Martin, hat Mama gesagt, steht wie kein anderer Heiliger für Bescheidenheit und Selbstlosigkeit. Und das feiern wir heute. Darum sind auch der Opa und die Oma da, der Onkel Luis und seine jetzige Freundin, die Preisen aus unserer Ferienwohnung und sogar der Papa. Es regnet, wie immer, sagt die Oma. Entweder es regnet oder es ist saukalt. Jedes Jahr das Gleiche, um Martini. Dieses Jahr ist beides. Es regnet und es ist saukalt. Drum habe ich auch das erste Mal in diesem Jahr einen Schneeanzug an. Ganz neu. Vom Aldi. Handschuhe bräuchte ich keine, weil die Ärmel bis über die Fingerspitzen rausgehen. Überhaupt ist der Schneeanzug so groß, dass er für mich und den Reiter Lois gemeinsam gereicht hätte. Ich würde ihm glatt die Hälfte abgeben, wie der Martin damals. Von mir aus könnte er ihn sogar ganz haben, das schiere Ding. Also, ich meine den Schneeanzug, nicht den Reiter Lois, obwohl der auch ein ziemlich schieres Gesicht hat. Mich zwickt der Anzug überall und die Pudelmützen rutscht mir dauernd über die Augen runter, sodass ich kaum bis zu meiner Laterne vorschauen kann. Das heißt, meine Laterne ist es eigentlich gar nicht. Nicht mehr. Im Grunde habe ich sie schon selbst gebastelt, aber die Mama hat gemeint, das schaut eher aus wie ein eingetrockneter Smoothiebecher. Also hat sie meine Laterne noch aufgehübscht. Wie steht man denn sonst da? Eine Kerze dürfen wir nicht in die Laterne stellen. Sie könnte ja brennen, also die Laterne, nicht die Kerze, die sollte ja brennen, aber eben auch nicht jetzt. Darum haben wir ein elektrisches Lamperl drin, über einen Draht. Bei mir funktioniert's, bei der Kathi nicht, drum weint die Kathi. Und ihr Papa bringt's nicht hin, drum flucht er. Und ihre Mama tut so, als würde sie lachen, aber ich glaube, eigentlich weint sie auch. Dunkel wird's und wir marschieren los. Die Frau Meisner fängt an zu singen und wir singen alle mit. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Hinter dem Soldaten im roten Mantel her, wobei der Soldat kein Mann ist, sondern die große Schwester vom Reiter Lois, weil sie reiten kann und ein Pferd hat. So einfach ist das mit der Emanzipation, sagt die Oma. Und so marschieren wir dahin und singen und plötzlich wird aus dem Martinslied das Martinshorn. Der Sanker ist da. Eine Frau hat's umgehauen. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Der Konrad sagt, die Leute haben's da quetscht, wie sie sich vorbatzen wollt für ein gutes Foto. Das macht mein Papa jetzt auch, also nicht umfallen, sondern ein gutes Foto. Will er zumindest. Aber sein Handy will nicht so, wie er will. Irgendwas vom depperten Nachtmodus, schimpft er. Und dass wir auf den Fotos ausschauen, wie die sieben Zwerge beim Betriebsausflug auf der Reeperbahn. Die anderen Männer haben gelacht. Muss eine lustige Bahn sein, diese Reeperbahn. Da möchte ich später auch mal hin, wenn ich älter bin. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Wie der Sanka wieder weg war, hat die große Schwester von Lois noch ihren Mantel mit einem Bettler geteilt. Wobei der das sicher nicht gebraucht hätte. Dem Bettler hat nämlich die Frau Weindübel gespielt. Und dem Weindüblers gehört das Trachtengeschäft bei uns in Gspinsthausen. Die haben genug zum Anziehen. Dann war es eh schon wieder aus. Gefreut haben sich alle, dass so schön war. Und die Mamas haben sich gegenseitig ihre Fotos gezeigt und gelacht. Und der Papa vom Hermann hat eine Kanne Glühwein dabei gehabt, die hat er nicht hergezeigt, aber ganz automatisch haben sich alle Papas um ihn versammelt und auch viel gelacht. Und der Lois und ich haben eine echte Kerze erwischt und wir haben auch gelacht. Unsere Laternen haben nämlich doch gebrannt. Und wir haben gesungen, dort oben leuchten die Sterne und die Papas haben gesungen und hier unten leuchten wir. Schön war's. Rabimmel, Rabammel, Rabum.